Hallo, hier bin ich wieder, der Black Ripper mit Let's Play Banjo-Kazooie. Letztes Mal hatten wir ja aufgehört, nachdem wir das Strandlevel nach einem Fail endlich doch noch geschafft hatten. Und nun nehmen wir das dritte Level in Angriff. Ja, eins meiner Hasslevel, denn es ist ein Schwimmlevel. Und Schwimmlevel sind böse. Und ja, Schwimmlevel sind böse und naja, gut. Für diejenigen, die sich gefragt haben, warum keine Serious Sam Let's Plays mehr kommen, also keine Videos zu Serious Sam. Das Problem ist, ich habe da keine Lust drauf. Also, ich werde das Projekt erstmal pausieren. Habe aber bei mir schon ein anderes geplant, wenn Fraps nicht ständig rumzicken würde. Denn, also es handelt sich um ein Super Nintendo-Spiel. Und aber Fraps will meinen Emulator irgendwie nicht aufnehmen. Weiß nicht, der nimmt das irgendwie nicht. Haben wir den? Ja, genau. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleiche Farben, um ein Fuck the Warp. Um ein Warp zu schaffen. Ja, das wissen wir schon. Also, wo war ich? Achso, ja, wegen. Ja, Fraps spackt rum und will das Fenster vom Super Nintendo Emulator haben. Also, er will es nicht aufnehmen, so. Wer mir da helfen kann, wäre nett. Wenn nicht, dann suche ich mir noch einen anderen Emulator, wo Fraps wenigstens aufnehmen tut. Also, ich habe mir zwei Spiele überlegt. Und zum einen Secret of Evermore. Das ist nicht wirklich bekanntes Spiel, aber früher habe ich das auch oft gezockt. Aber für mich ist es dann semi-blind, weil ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Denn wo ich das letzte Mal gezockt habe, da war ich 4-5 Jahre alt. Und dann noch Super Mario RPG. Ist für mich auch ein komplettes Blind. Ich habe das Spiel nie gespielt, ich kannte das bis heute gar nicht. Aber viele haben gesagt, das Spiel ist echt gut. Warum willst du da nicht rüber? Okay. Also viele haben gesagt, das Spiel ist echt gut und ich habe es mir runtergeladen, angetestet. Ja, es war schon interessant, aber um eine Motivation zu haben, das komplett durchzuspielen, brauche ich ein LP. Nein, also eins von diesen beiden werde ich als nächstes machen. Als LP. Also entweder Super Mario RPG oder Secret of Evermore. Und wir gehen ins dritte Level. Was erwartet uns? Wow. Ich hasse dieses Level. Allein schon, wenn ich die Musik höre, kriege ich Krämpfe. Ach, du schon wieder. Ja, einen Move können wir hier finden. Und zwar ist das die Unverwundbarkeit. Dafür kriegen wir auch hier Slippy! Dafür kriegen wir auch diese goldene Feder. Wow, oh, wow, wow, wow. Das war cheap ass. Das war cheap ass. Also hier, dafür kriegen wir auch die goldenen Federn. Und die müssen wir dann opfern, sage ich jetzt mal, damit wir dann für kurze Zeit Unverwundbarkeit haben. So, diesmal stirbst du. So, da sind sie. Wow. So, dann holen wir uns auch gleich den Momo-Schädel. Ihr Glückspilz, ich bin eine goldene Feder. Der Unverwundbarkeit. Buddles weiß mehr. Ja, schön. Ich weiß alles über dieses Spiel. Da brauchen Buddles mir eigentlich gar nichts mehr erklären. So, du stirbst. Und du stirbst auch. Du solltest sterben. Was soll das? Das ist nicht nett. Nee, das ist scheiße. Jetzt mal ernsthaft, das ist. Fängt das hier schon wieder genauso an wie. Wie bei der Treasure Trove. Boah, Mann, fall doch nicht runter. Unfähiges Etwas. Komm, mach hinne. Und hops. So, und wehe, du fällst jetzt nochmal runter, dann knallt's. Das finde ich jetzt so ein bisschen scheiße. Komm schon, verarsch mich nicht. Du gehst da jetzt hoch. Und du bleibst da oben. Wie wir uns verstanden haben. Geht doch. So, und da schon Ginger Nummer 1. Brauchen wir eigentlich noch? Ja, wir brauchen nur nicht warten. So. Ja, toll, wegen einer Note. Wegen einer verdammten Note. Und du stirbst. Da. Frisch Scheiße. Und jetzt kommt eigentlich erst die Stelle. Was ist da oben? Ist da was Interessantes?
natürlich nicht. Also jetzt kommt erst die Stelle, die ich am Level eigentlich am meisten hasse. Und zwar das Schirm. Nein, also das Teil mit dem Hai, mit diesem Müllfresser. Das ist wirklich zum Kotzen und ich glaube, ich mache das auch gleich offscreen, weil ich werde da so oft failen. Ich bin Clanker, der Müllzerkleinerer der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Ja. Gut. Und zwar hängt der an so einem Anker und wir müssen ihn befreien. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also mache ich jetzt mal was anderes. Was kann ich machen ohne Klänker? Genau, ich kann mir eine Dings holen, eine Honigwabe. Und zwar ist die da drüben in diesem Rohr. So, einmal runter. Ja, komm. Da rein. Da. Wow, dann haben wir gleich wieder einen One-Up. Nee, kein One-Up. Ein Leben-Up. Ein Health-Point-Up. Nenne ich jetzt mal so. So, dann können wir uns noch ein Puzzleteil. War das? Puzzle? Ja, Puzzleteil können wir uns auch noch holen. Das erste Puzzleteil dieser Welt. So, runter da, ab in den Tunnel. Und dann können wir uns auch schon gleich ein zweites holen, glaube ich. War das? War, ja, genau. Ein zweites können wir uns auch gleich schon holen. Boah, dieses Handy piepst rund, das nervt. So, komm. Wow, da ist es. Das erste Puzzleteil von 10. Und ja. Komm, mach hinne. So. Jetzt verreck mir nicht. Holen wir. Ja, wir holen uns das erstmal. Komm, geh weg. So. Hoch da. Es kommen so mutierte Krabben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Die hatten auch einen Namen. Yeah, wir sind mutierte Krabben. Das Puzzleteil gehört uns. Nur im Kampf gehen wir es her. Ja, die Dinger sehen ganz schön strange aus. Double kill. Also nee, die sehen ganz schön strange aus. Und aber die sind nicht wirklich sonderlich stark. Die sind genauso stark wie die normalen Krebse. Oder Krabben oder was weiß ich nicht was. Sag mal, was soll denn das? Hallo, Freund. Kumpelblase. Stirb jetzt. Komm, verarsch mich nicht. So. Und gleich Puzzleteil Nummer 2. Ja, es ist Nummer 2. Tada! Erstmal die Noten einsammeln. Komm her, gib her. Ja, komm, hüpf hoch da. Mein Gott, das ist ein bisschen schräg. Da musst du nicht runterrutschen. Das ist... Mario kann auf 60 Grad hängen, laufen. Man betrachte Super Mario Sunshine dabei. Also, ich habe das Spiel ja selber und ich habe das ja schon durchgespielt. Also, auf was für Schrägen der da manchmal laufen kann, das ist echt unrealistisch. Er kann ja laufen, wenn es schon fast 90 Grad nach unten geht. Also, das ist komisch. Und wieder zurück. Soll ich das jetzt machen mit diesem Hai? Habe ich sonst noch eine Möglichkeit? Ich kann einen Jinjo holen. Aber sonst müsste ich jetzt schon den Hai rausholen, weil sonst komme ich halt die restlichen Puzzleteile gar nicht dran. Und, okay. Einmal probiere ich es onscreen. Wenn ich jetzt faile, dann werde ich es offscreen machen. Weil ich will euch ja das nicht... Ihr musstet schon genug fail beim letzten Mal sehen. Aber am besten, ich mache ein Save State. Da muss ich nicht den ganzen Scheiß nochmal einsammeln. Also, Spielstand speichern. So, habe ich getan. Und weiter kann's gehen. So. Wo bist du, mein Freund?
Ja, du bist ein Jinjo, du bist unwichtig. Da ist dieser hässliche Fisch. Genau, wir schwimmen ihn mal hinterher. Weil er gibt uns nämlich... Ich weiß, was du machst. Weil er gibt uns nämlich diese Luftblasen. Und, wenn wir ihm hinterher schwimmen, das ist recht einfach. Wir müssen sie natürlich auch treffen. Das ist schon Voraussetzung. Tja, es tut ja viele. Machen. Tun. Sein. Tun. Aber so viel brauchen wir gar nicht, Alter. Das ist ja... Da können wir ja im Schneckentempo lang robben. Wir kriegen ja genug Luftblasen. Das ist ja... Also, wo ich das privat gespielt habe, da war das nicht so übertrieben. Da hat er bei einer Umdrehung vielleicht zwei Luftblasen gemacht.